Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme von EVE Online. Wir sitzen hier gerade ganz chillig und cool auf unserem Sofa in unserem Captain's Quarters. Ich dachte mir, ich könnte das mal wieder ein bisschen zeigen, hier mit unserem großen Flach-Hologramm-Bildschirm. Und hier kommt direkt das Gurista Pirates Logo. Wir sehen hier halt eben so ein paar Informationen, die man bekommt. Eine Agenteninformation in dem Fall mit Kori Latamaki. Hier links haben wir Kooperationsinfos und rechts zu unserem Planeten. Über das Interface für die planetarische Interaktion können Sie Kolonien auf Planeten verwalten, die für den Abbau wertvoller Ressourcen auf dem Planeten bestimmt sind. Mit einer kleinen Investition von Zeit und Geld können Sie schon bald für einen stetigen Strom von Einkünften sorgen. Gut, dass das jetzt kommt, wusste ich jetzt auch nicht, weil das eigentlich alles abgestellt sein sollte. Und vor allem, ich da nie drauf klicke, weil ich das Captain's Quarters nicht benutze. Interessant. Also eigentlich wollte ich sagen, über diesen Bildschirm kommen wir dann halt eben direkt zu unserem Planeten. Uns das hier angucken, den hatte ich schon direkt wieder reingeschmissen. Also das läuft hier noch. Wir haben ja auch in der Zwischenzeit, während wir jetzt unsere Karrierenausflug machen, gar nicht mal so wenig an Coolant produziert. Momentan haben wir 1255. Letztes Mal war es so 8000 irgendwas ISK wert das Stück. Also haben wir hier schon mal wenigstens 8 bis 10 Millionen wieder rumliegen. Baut auch gerade wieder fleißig ab. Alles top. Wir sitzen wieder ganz cool auf unserer Couch. Der andere Bildschirm, wie gesagt, geht dann direkt zu... Im Interface für das Corporation Management können Sie die Suche nach einer Corporation beginnen. In einer Corporation erhält man am einfachsten Informationen und Hilfestellung, weil ein Alleingang schwierig sein kann. Mit der Funktion Corporation Rekrutierung können Sie nach einer Corporation suchen, die gerade Mitglieder wie Sie sucht. Ja, danke für die Info. Was ich noch mal kurz zeigen wollte, wir sind in der Zwischenzeit 57 Mitglieder. Ich glaube, ich raste aus. Das hätte ich auch nicht gedacht, dass wir für 57 sind. Kommt jetzt noch irgendwas, wenn ich jetzt hier draufklicke? Hier ist der Militäragent. Nein, da kommt natürlich nichts. War ja klar. Also wenn das hier wieder wechselt, dann kriegen wir auch dementsprechend andere Informationen. Kann man sich halt eben auf so eine Couch setzen und so ein bisschen Fernsehen gucken. Ganz gewiefte Leute können diese Videos, die hier teilweise fahren, zum Beispiel dieses Concorde-Werbevideo. Wenn wir einmal klicken, kommen wir direkt zu den Incursions, also zu den Übergriffen, die momentan unterwegs sind. Kann man da beispielsweise auch eine Folge Simpsons reinhauen oder sowas. Dann kann man hier tatsächlich Fernsehen gucken. Hier vorne haben wir noch unseren Agentenfinder auf dem Schreibtisch liegen, sowie unser Schiffs-Fitting-Menü. Wenn ich dann hier auf Ausrüstung klicke... Im Ausrüstungsinterface können Sie Module hinzufügen und entfernen, um das derzeit aktive Schiff so auf Ihre Bedürfnisse abzustimmen. Also das mit diesen ganzen Audio-Hinweisen wusste ich auch nicht. Das haben die wahrscheinlich erst neulich in Anführungsstrichen eingeführt, nämlich nachdem ich das Captain's Quarters nicht mehr benutzt habe. Ich habe es mir halt eben mal ein paar Tage angeguckt, aber dann auch wieder sein gelassen. Gut, stehen wir doch erstmal auf. Wir haben ja noch eine Mission vor uns. Daher bewegen wir uns jetzt in Richtung Schiff. Und werden dann unsere Mission machen. Ach ja, ich möchte mich nochmal herzlich bedanken. Wie man hier sieht, Korbkonto momentan 100 Millionen. Ich habe wieder 100 Millionen ISK als Spende bekommen. Danke an Samoth in diesem Fall. Spende für eure Korb, auch wenn das Geld nicht an die Korb ging. Jedoch, ich werde mich jetzt an diesem Geld bedienen. Ja, das. Ich möchte nicht schreiben. Einmal hier klicken, dann kann ich auch mit W wieder gehen. Alternativ kann ich auch Doppelklick machen. Wir haben ja das Problem, dass aufgrund des abgebrochenen Tutorials direkt vom Anfang an, weil ich das alles ja so direkt machen wollte, ohne dass ich die ganzen Tutorials nochmal durchmache, wir keine Module kriegen, also keinen Analyzer, keinen Codebreaker, werde ich den von dem Geld jetzt einfach mal kaufen. Beziehungsweise, ich glaube, ich kann das auch direkt vom Korbkonto aus kaufen, von dem Hauptkonto, dann kann ich hier 100 Millionen einfach einzahlen. So, ich gucke mir hier mal kurz unsere Sachen. Wir brauchen auf jeden Fall einen Analyzer. Stufe 1. Kann ich hier überhaupt benutzen? An den Skill für. Voraussetzung. Archäologie haben wir natürlich nicht. Codebreaker. Können wir den benutzen? Natürlich nicht. Verdammt. Ja, das kommt davon, wenn man halt ein paar Tage nicht mehr gespielt hat. Ach, das ist jetzt blöd. Das ist jetzt echt kacke. Was machen wir denn? Da hätte ich mich jetzt natürlich besser vorbereiten müssen. Weil wir haben hier immer noch unsere Mission, dass wir die Radar-Site scannen. Was müssen wir dann nochmal machen? Also Details lesen hier.
Wir sollen diese Proof of Discovery Radar sollen wir machen. Dafür müssen wir den Container hacken. Also Hacking, dafür brauchen wir Energy Grid Upgrades sowie, das ist hier der Codebreaker, das haben wir hier gesehen, brauchen wir Electronic Upgrades, war das, sowie Hacking. Das ist insgesamt eine Zeit von 9 Stunden 18 Minuten. Das ist ja jetzt bescheiden, das ist jetzt sehr bescheiden. Ja, also im Prinzip habe ich ja gezeigt, wie das Scannen funktioniert. Das habe ich ja vom Prinzip her gezeigt. Ich werde jetzt diese beiden Module noch kaufen. Das werde ich jetzt noch tun. Artikel kaufen. Ich kann nämlich einfach das Korb-Konto, Hauptkonto verwenden. Das heißt, das geht dann direkt vom Korb-Konto aus ab. Muss ich gar nichts für zahlen. Und den Analyzer war das. Nehme jetzt einfach den hier noch. Artikel kaufen. Korb-Konto. Ja. Jetzt müsste das alles in den Market Deliveries sein, also in den Marktlieferaufträgen. Da gehe ich auf Kooperation. Besitz. Nein, das ist es nicht. Lieferung, genau. Lieferung. Nein, auch nicht. Ah, hier sind sie. In Marktlieferung, direkt hier vorne. Dann kann ich die einfach hier nehmen und in meinen Gegenstandshanger ziehen. Da haben wir schon. Ach, verdammt, den Codebreaker haben wir ja schon. Wieso haben wir denn jetzt einen Codebreaker? Den hatten wir doch letztes Mal nicht. Hab ich den schon gekauft? Okay, jetzt bin ich ein wenig verwirrt. Jetzt bin ich ein wenig sehr verwirrt. Hatte ich das letztes Mal schon gemacht? Oh Mann. Analyzer, Survey haben wir ja auch schon. Das hatten wir bekommen. Archäologie brauchen wir auf 1. Sehr seltsam. Auf jeden Fall werde ich jetzt erstmal diese 100 Millionen, die wir bekommen haben, werde ich jetzt erstmal auf das Kooperationskonto einzahlen. Dafür sage ich einfach ISK einzahlen. 100, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 100 Millionen. Könnt ihr jetzt live mit angucken, wie ich das Geld aufs Hauptkonto einzahle. Dadurch sind das jetzt hier 695 Millionen. Oh, ist schon wieder was dazugekommen. Oh, wir haben vorhin nochmal eine 50 Millionen Spende bekommen. Da ist auch nochmal Danke an Kaylee Lynn. Moment, Kaylee Lynn ist doch, ja, die ist doch... Ach, das ist hier von der Korb selber. Das heißt, hat der Korb selber 50 Millionen gespendet. Das ist ja nett. Das heißt, wir sind jetzt bei fast 700 Millionen. Dann können wir ja den PvP-Ausflug, der ist davon definitiv finanziert. Vielleicht ja auch noch mehr. So, jetzt werde ich allerdings nochmal ein paar Skills kaufen. Wir sind hier ja direkt auf der richtigen Station. Skills. Nämlich die benötigten Skills werde ich jetzt erstmal dafür holen. Also Archäologie. 900.000. Ja, die Skills gäbe es eigentlich, glaube ich, auch über das Tutorial, wenn ich mich nicht irre. Wie machen wir das? Wie machen wir das, ohne dass das jetzt zu langweilig wird? Ja, das ist jetzt natürlich blöd gelaufen. Ich gehe jetzt erstmal aus dem Schiffshangar. Ich gehe jetzt erstmal aus dem Captain's Quarters raus und wieder in unseren Schiffshangar, dass wir unsere Navitas hier bewundern können. Ich denke mal, ja. Wie viel kostet bei dem Codebreaker die Sachen? Electronic Upgrades kostet 90.000. Sowie Hacking kostet hier so knapp 500.000. Das heißt, insgesamt wären das dann 1,5 Millionen, die das kostet. Ja, gut. Oder auch nicht gut. Ich denke mal, wir brechen dann das Tutorial hier in dem Fall ab. Ich gehe jetzt mal kurz in den Schiffshangar, werde jetzt hier den Salvager wieder ausbauen, werde die Core Probe Launcher, den Core Probe Scanner ausbauen, in die Vexor einsteigen und die werden wir jetzt entsprechend fitten für unser Exploration. Das heißt, das kommt raus, das kommt raus. Gegenstände, wir brauchen auf jeden Fall den Core Probe Launcher, der muss rein, ansonsten können wir ja nicht scannen. Es kommt rein, der ein Salvager muss auf jeden Fall auch rein. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall Waffen raus. Entfernen bitte. Ja. Ist jetzt nicht schlimm, dass wir jetzt hier eine Waffe rausholen, weil die sind auch nur dafür da zum Aggro ziehen. Unsere Hauptwaffen sind ja die Drohnen. Das sind ja unsere Hauptbewaffnung. Wir nehmen auf jeden Fall mit einen Codebreaker und den Analyzer. Die kommen eigentlich hier noch in die Medium-Slots. Wir werden noch hier uns entsprechende Module zulegen. Alle stapeln bitte. Und die Munition nehmen wir bitte auch noch mit. Dass wir die auch schon mal dabei haben, die paar Schuss. Die Drohnen nehmen wir auch noch mal mit als Ersatzdrohnen. Kann man immer gebrauchen. Proof of Discovery Gravimetric haben wir.
Weber, ja, die Sachen kann man hier eigentlich auch nicht. Die müssen hier nicht rumliegen. Die können wir vielleicht irgendwann nochmal verkaufen. Deswegen nehmen wir das auch mit. Und wir ziehen uns dann jetzt hier zurück. Ich hatte ja gefragt, wie wir das machen sollen. Ich werde währenddessen mal ein wenig was erzählen. Wir werden uns jetzt verlegen. Also wir gehen jetzt erstmal zurück nach... Wo ist das? Hier. Wir gehen jetzt erstmal nach Osmeden zurück. Das sind 8 Jumps. Die werde ich jetzt erstmal ein bisschen erzählerisch überbrücken. Danach werden wir einen kleinen Sprung machen, falls mir kein Thema zum Erzählen einfällt. Obwohl, ich werde einfach ein Thema zum Erzählen finden. Und danach fangen wir an mit der Exploration. Dachte ich mir, dass wir dann mal anfangen, erste Sites zu fliegen. Weil ich das doch etwas interessanter finde, als einfach stumpf Missionen zu fliegen. Wobei halt eben Missionen fliegen auch so eine Sache ist, die eigentlich gemacht werden muss. Weil, ist einfach so. Es ist kacke, aber es muss gemacht werden. Jetzt frage ich mich gerade, warum die Framerate so einbricht. Ich meine, wir haben jetzt hier gerade 20, 30 Frames. Das ist alles andere als schnell. Das ist auch alles kacke wieder. Ja, ich werde das jetzt anders machen. Ich werde jetzt diesen Flug bis nach Osmeden werde ich jetzt überspringen. Das heißt, ich werde jetzt hier die Aufnahme kurz unterbrechen und direkt im Anschluss, also ihr seht mich dann in ein paar Sekunden wieder, werden wir dann schon in Osmeden angedockt sein. Das macht das Ganze deutlich einfacher. Von daher sage ich jetzt einfach mal bis gleich. Und da sind wir dann auch schon wieder. Ja, wie ihr seht, wir haben das Schiff, also ich habe jetzt währenddessen den Plan ein wenig über den Haufen geworfen. Ich bin mit der Vexor direkt nach Dodixi geflogen und habe stattdessen unsere Iteron eingepackt. Wir werden jetzt nämlich, weil wir ein bisschen Geld brauchen, um das Fitting für die Vexor zu bezahlen, weil ich das noch ein bisschen ummodeln muss für die Exploration, werden wir jetzt unser PI abholen in Edesheim, das Ganze nach Dodixi fliegen und uns danach verlegen. Das heißt, wir werden Osmeden als Hauptstützpunkt erstmal verlassen. Mal schauen, für wie lange. Auf jeden Fall sind wir halt eben in Osmeden relativ weit ab von Schuss. Wir brauchen auch relativ lange, wenn wir denn irgendwelche Module oder Fitting-Gegenstände brauchen, vielleicht auch Munition oder Drohnen. Daher werden wir uns zu dem Hauptquartier der Korb verlegen. Das heißt, dort, wo die Korb momentan hauptsächlich aktiv ist. Und das ist in... muss ich nochmal kurz gucken. Das ist momentan in Büros in Eklenerd 1. Dort werden wir nachher uns hinbewegen. Ich kann schon mal einen Kurs setzen. Das ist 2 oder 3 Sprünge von Dodixi entfernt. Und daher kann man da doch ganz gut... sich das als Basis nehmen. Von dort aus werden wir dann anfangen, die Highsec Exploration zu betreiben. Erstmal nur Highsec. Ich werde dann auch die Skills nachwerfen für erstmal für den Codebreaker, dann für den Analyzer und anschließend, um unsere Scan-Skills zu verbessern, weil wir sind momentan alles andere als gut im Scannen. Von Meter. Und wir werden das Ganze dann noch etwas verbessern. Ich denke, in der Anfangszeit werden wir uns auch hauptsächlich mit Anomalien, also mit Highsec-Anomalien beschäftigen. Das Problem dabei ist, ich kann nicht garantieren, ob wir was finden. Ich werde mir also ich werde irgendwas erzählen, irgendwas über mich, über Gott und die Welt oder über sonst was, vielleicht auch über Eve, wenn irgendwas Großes passiert ist. Und währenddessen werden wir mal schauen, was wir denn dort finden. Also ich werde dann mal zeigen, wie so ein typischer Ablauf eines Highsec Exploration Runners abläuft. Habe ich früher auch gemacht. Im Highsec ist jetzt die Ausbeute, was man dort an Modulen und Fitting-Teilen bekommen kann, relativ mau. Also man kann auch sehr wertvolles Zeug dort finden. Jetzt sind wir zwar hier, aber nicht am Zollamt, wo ich eigentlich hin wollte. Sonst können wir ja unser Zeug nicht abholen. Wir müssen jetzt allerdings erstmal Geld wieder investieren, um unsere Materialien, also unser Kulant, ins All zu schießen. Ich hoffe mal, dass wir genug Geld dafür haben. Kulant, alles ins All schießen. 1,1. Ach, das ist doch kacke. Jetzt haben wir natürlich nicht genug Geld, um alles ins All zu schießen. Ich werde jetzt einfach mal erst nur 1.000